freue mich sehr, hier zu sein. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, und das sind wahrscheinlich alle, außer meine Mami. Ich bin der Kenan Ziegler, ich bin Slam Poet oder auch Poetry Slammer und ich weiss nicht, wie das so aussieht mit euch. Aber eigentlich muss man ja wissen, was das ist. Aber ich frage jetzt gleich mal, wer ist denn noch nie an einem sogenannten Poetry Slam gewesen? Soll ich mal die Hand in die Luft haben? Okay, ich kann nicht, das ist gut. Nein, Poetry Slam, das ist in aller Kürze gesagt, ein Dichterwettstreit. Die Leute treten gegeneinander an mit Texten, die sie selber performt haben. Das kann lustig sein, das kann ernsthaft sein. Das kann totaler Blödsinn sein, das ist mein Fachgebiet. Die treten gegeneinander an, in 6 Minuten dürfen sie nicht verkleiden, keine Requisiten. Und das Publikum entscheidet dann, wenn der Text wird bewertet. Und zu gewinnen gibt es, das sehen wir so ein bisschen an, traditionellerweise eine Flasche Whisky. Genau. Heute bin ich aber glücklicherweise hier, außerhalb der Konferenz, in der Hoffnung, euch ein bisschen zu unterhalten. Ich hoffe, das gelingt mir, wenn nicht, ist mir gleich. So, für die, die ganz dahinter stehen und einfach auch für alle anderen, dürfen die Ruhe ein bisschen näher kommen. Also, ihr könnt entweder eure Tische lüpfen und vorne schieben, das ist sportlich sehr gut, oder einfach aufstehen und vorne kommen, oder einfach auch sagen, es ist mir scheißegal, bleib hinten, ist egal. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, hier aufzutreten, weil normalerweise als Künstler tritt man vor allem an einer Art von Veranstaltung auf, nämlich ein Aperos. Das ist so die Schweizer Volkskrank Nummer 1, die kennen das alle, es gibt immer und überall, wenn es auch noch das Kleinste zu feiern gibt, gibt es ein Apero. Also ein Kollege hat Geburtstag, Apero. Mitarbeiterin ist schwanger, Apero. Chef ist krank. Aperolisch. Also es gibt immer ein Apero. Und ich habe dann überlegt, wieso ist das eigentlich so? Wieso machen wir in Schweiz den lieben Tag nur Aperos? Und ich bin recherchieren und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe gerade mal eine Erklärung gefunden und die ist ziemlich irrational. Stichwort Gehirnwäsche. Es gibt ein bekanntes Beispiel in Großbritannien. Die kennen sicher auch die Beatles, oder? Beatles ist ein Begriff. Ja, so logisch. Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John. Und John Lennon hat ein Lied geschrieben, das heisst Lucy in the Sky with Diamonds. Und wenn man das genau betrachtet und Anfangsbuchstaben nimmt von Lucy in the Sky with Diamonds, gibt das LSD. Es ist also ein versteckter Drogensong, gibt es jüngste Theorien. Das stimmt wirklich. Und ich habe herausgefunden, in der Schweiz haben wir etwas sehr, sehr Ähnliches. Also wenn man von Drogen redet, ist der Paulo Hofer nicht weit. Was ist das bekannteste Lied von Paulo Hofer? Ganz genau, Alpenrose. Jetzt nehmt mal den Begriff Alpenrose. Stellt euch da wirklich bildlich vor, so vor dem geistigen Auge, so Alpenrose. Und jetzt streicht mal das L und den letzten Buchstaben. Aperos kommen wir in den Sinn. Ja, super. Natürlich machen wir lieber einen Tag nicht alles im Aperos. Und ich kenne das, es ist einfach so, die Situation von Aperos ist super, bevor ich zum ersten Text komme, ist super seltsam. Weil dann die Leute kommen auf einen zu und wenn über irgendetwas reden, was einem einfach nicht interessiert. Also ich mag mich erinnern, einmal ist jemand zu mir gekommen und hat mich so gefunden, ja, eben, ich frage mich schon, ist es nicht eine Geldverschwendung, wie der Staat mit unseren Steuergeldern umgeht? Und es hat mich nicht interessiert, ich habe keine Ahnung gehabt, und ich werde darauf reagieren. Und ich habe gefunden, ja, ich stelle eine Gegenfrage, gesagt, ja, kann sein. Aber ist es nicht auch eine Geldverschwendung, wenn jetzt zum Beispiel der Fahrer von einem Leichenwagen den Nothelferkurs belegt? Sorry, schwierig. Ich wollte ein bisschen über Finanzen reden, ein Apro. Schwieriger, beziehungsweise heute, ist wahrscheinlich das Thema innen so Politik. Und das ist, wenn man Ahnung hat davon, ist das sehr, sehr spannend, angeregt darüber zu diskutieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich hoffe, dass der heutige Abend hier also ein bisschen die Hemmschwelle wird quasi absetzen, beziehungsweise Diskussionsschwelle aufhören. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Was ich sagen ist, die meisten Leute haben keine Ahnung von Politik, was sehr, sehr schade ist. Ich meine, ich habe Ahnung von Politik, aber wie will ich mit jemandem an einem Apro Politik reden, der nicht mal weiss, wer Simonetta Schneider-Schlumpf ist? Sorry. Und dann gibt es ja die ganze Klasse, die kommen mit grossen politischen Themen hervor, so in einem Apro, da kommt einer, ich weiß gar nicht, Europa, oder? Da kommt einer und sagt EU. Da kommt ein Berner und sagt EU. Und dann komme ich nicht mehr raus. Was ich wollte sagen, ich schweife ab. Schön ist ja dann, dass immer Leute zu mir kommen und fragen, ja, eben, was machen Sie eigentlich da? Und dann sage ich, eben, ich bin der Künstler, ich kriege noch auf, ich mache ein paar Texte, Poetry Slam und so. Und die Reaktion darauf ist immer die genau gleich, nämlich, ah, spannend, was machen Sie denn so beruflich? Das ist immer sehr, sehr deprimierend. Und ich bin so ehrlich und sage, ja, ich gebe zu, ich kann eben mit dem Künstler da sein und eine seriöse Tätigkeit, eine Tätigkeit mit Händen und Füßen. Also, ich bin Student.
vielleicht ein bisschen genauer zu sein. Ich studiere an der Uni Zürich Soziologie. Für die, die nicht wissen, was das ist, man kann sagen, ein Soziologiestudium ist wie ein Wirtschaftsstudium, einfach ohne Perspektive. So. Gut, ich kann nach dem Abschluss an der Uni arbeiten. Alles abwarten. Auf jeden Fall bin ich schon recht wichtig, ich bin im 18. Semester. Und das stimmt wirklich. Hey! Ich lohne eine Zeit. Ich nehme es schon ein bisschen entspannter als andere. Also ich sage immer, um das quasi zu illustrieren, der Zeitpunkt, wo ich am Montag aufstehe, dann nennt sich Dienstag. Oben. Und jedes Mal, wenn ich so eine Smalltalk-Szene an einem Abwandern, mag ich mich ehrlich nicht erklären. Dafür weiss ich, hey, ich muss mich nicht aufregen. Ich gehe nachher auf die Bühne und auf die Bühne bringe ich den folgenden Text. Das ist noch nicht einer vom Text, das ist eigentlich ein guter Durchschlag. Gut so. Der Text ist Schweizerdeutsch, hat auch einen schweizerdeutschen Titel, der Text heisst Easy. Es gibt einen Trick, wenn ihr mal von Leuten etwas sagen müsst und sie sind nervös und ihr wisst nicht, wie es ankommt, dann gibt es einen kleinen Trick. Macht dann einen Schritt zurück, setzt eine bedeutungsschwangere Miene auf und kommt wieder vor. Dann ist egal, was ihr macht, ihr könnt das Telefonbuch vorlesen, die Leute werden euch an den Lippen hängen. Es ist unglaublich, aber ich schnell einfach easy. Easy. Es wirkt einfach. Es ist so, ich habe 10 Minuten Aufzeit. Ich muss jetzt gucken. Easy. Der Trick heisst übrigens Berlusconi. Zuerst Rücktritt, dann beschissen ins Arsch aufsetzen und wieder auf. Nein. Also auf den Scheissdreck klatschen, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, der Text heisst Easy. Gewisse behaupten, ich sei ganz schön gleichgültig. Das ist mir egal. Weil ich mich von nichts und niemand aus der Ruhe bringen muss. Ich meinerseits habe das Relaxen fast schon professionalisiert und wird dabei von Tag zu Tag besser. Manchmal befürchte ich sogar, mir vom intensiven Ausruhen ein Burnout einzuhandeln. Ich bin so gut im Ausruhen, das mache ich im Schlaf. Ich rede fließend Spanisch, aber das kann Nachteile haben. Unter anderem im Bereich Wohnen. In meinem Zimmer liegen sehr, sehr viele Sachen rum. Zum Beispiel, ich bin ständig am Chillen. Nenne mich Chillbergress oder Bequeminem. Denn oftmals. Oftmals bin ich wie ein partnerloses Reh. Ja, oft bin ich wie ein partnerloses Reh. Also, ich hab keinen Bock. Der braucht ein Titi. Bei dem hat er jetzt selber geklatscht, ist egal. Jetzt ist Sport bei euch gekommen. Oder ich sag so wie ein entspannter Klassenverkäufer. Weiß nicht, scheiße, Text hängen. Es gibt eine Regel im Podiumslam, wenn der Text vergisst, dann wird das Publikum unisono Heavy Metal. Und das Problem ist, ich habe es mal gesagt, zu allen Turm an einem Auftritt, und dann gesagt, hey, das Publikum ruft, wenn einer rausgeht, ruft das Publikum unisono Heavy Metal. Und dann habe ich das probiert, ich suche 3 Zelte, und ist einer aufgestanden und hat gesagt, unisono Heavy Metal, sie ist nicht heim. Okay. Ich bin wie ein PC. Ich bin wie ein PC, ich kann sehr spontan einfach abschalten. Ich bin laid back. Phlegmatisch an, das heisst 87 grosses Beruhigungsmittel. Mein Motto, travailler, c'est dur, also arbeiten in C-Dur, c'est egal. Mein Leben ist wie die Hitparade vor 10 Jahren, weit und breit, kein Stress. Mein Hand aufs Herz, ich aus, Südländer-Typ. Hey, ich aus, Südländer-Typ. Zelebriere täglich die Siesta. Und wenn ich fertig bin, mache ich den Mittagsschlaf. Schlaf ist mir sehr wichtig. Ich schlafe jeden Tag 8 Stunden. Und dann in der Nacht noch 4. Egal. Wer jetzt aber denkt, dass ich gar nichts mache, der täuscht sich. Schließlich habe ich mit Soziologie eines der härtesten Studienfächer ausgesucht. Viel eins.
So muss ich oft schon 10 Jahre an der Uni sein. Und das 3 Halbtage in der Woche. Der fragt mich manchmal schon, hey, wo bleibt da noch Zeit für mich? Wie lange kann ich das auf diesem Level noch durchziehen? Aber trotz meiner Liebe zu Hausstunden will ich nicht aufgeben mit meinem Erdenstudium. Weil sonst wäre ich wie die Zauberer, die ihre Assistentinnen entzweiteilen. Also ein Versager. Ich frage mich, hat sie eine Leistungsgesellschaft, die Schaffen im Schaft überall Platz für einen Müßiggänger wie mich? Es sagt schon der Begriff Work-Life-Balance, dass Arbeiten und Leben Gegensätze sind. Und ich will mein Leben geniessen. Andere sind am Werken, am Wirken, am Worken, am Innenwirken von Arbeit und kommen volles Rohr in die Krise, in so eine Krise von Rohr. Es wird immer gleich bleiben. Menschen sind unter Leistungsdruck, Wasser ist unter Leitungsdruck, ADS-Kinder sind hyperaktiv, Kühe sind ultraaktiv. Und ich bin einfach. Und wenn mein Studium irgendwann abschliessen sollte, alles unter 30 Semester ist Angeberei, dann bin ich freischaffender Faulenzer. Also Freelancer. Oder ich suche mir zur Abwechslung einen richtig harten Beruf. Mein Traumjob ist Anästhesist. Sofern man das auch von daheim aus machen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment, wie kann mit so einer Einstellung ein mehr oder weniger erfolgreicher Künstler werden? Ganz einfach. Ich habe nicht aufgeschlafen. Vielen Dank, ich habe einen Krimi dabei. Wir haben Krimi-Fans im Haus, die wirklich so jede Krimi verschlingen. Ich weiß auch nicht, so Sherlock Holmes, Megan, Twilight, alles. Ja, zwei. Cool, ich habe einen Krimi dabei, aber ich bin sehr schlecht im Krimis verfassen. Aber trotzdem mitgenommen. Vielleicht gefällt euch das ja gleich. Und zwar jede Krimi, behaupte ich mal, braucht einen guten Protagonist. Braucht so einen guten Kommissar und Kommissarin. Und mein Kommissar heisst gut schweizerisch Devin McDisco. Die erste gehen dann bar, das verstehe ich total. Kannst du mir ein Bier bringen? So. Devin McDisco. Und der Titel von dem Krimi ist zugegebenermaßen ein bisschen klischeehaft. Der Text heisst Devin McDiscos härtester Fall. Oder so. Devin McDisco war gerade dabei, seine Wäsche vom obersten ins unterste Stockwerk zu bringen, als er plötzlich stolperte, die Treppe hinunterfiel und sich alle Knochen brach. Das tat sehr weh, es war Devin McDiscos härtester Fall. So, aber ich habe andere Texte. Mögt ihr noch? Sehr schön. Gut, vielleicht etwas Hochdeutsches wieder mal. Und zwar, kleine Wissensfrage, wer kennt denn den Herr, der auf den Titel lässt, Eddie the Eagle? Hand hoch, Eddie the Eagle? 5. Ich frage anders, wer ist in der Schule? Okay. Eddie the Eagle, den muss man einfach kennen. Das war der erste Großbritannier, der an den Olympiaden ist als Skispringer. Das war 1988 in Calgary. Das war sein grosser Traum. Er hatte einfach keine Ahnung von Skispringen und war auch sehr, sehr weitsichtig. So dicke Brille gelesen. Wir sind ihm immer angelaufen, aber am Start, stimmt wirklich. Man kann sagen, er hat keine 2 Meter weit gesehen. Gut, er ist keine 2 Meter weit gekommen, aber die Leute haben ihn geliebt. Unter anderem, weil er einfach total scheiße ausgesehen, aber die Leute haben ihn geliebt. Das gibt mir Hoffnung. Und er ist mit Abstand letzt geworden, aber er ist immerhin bei mir im Gedächtnis geblieben, wo ich dann etwa 4 war und der Wert dann gewonnen hat, das heisst niemand mehr. Und ich habe gefunden, hey, wir schreiben jetzt eine Hommage an Eddie the Eagle. Und der Text heisst Fliegen wie Eddie the Eagle. Und geht so. Auch ganz wichtig im Text, es geht nicht um Eddie the Eagle. Und es geht auch nicht um Skispringen. Das ist einfach mein Namensgeber. Die Idee, es geht in dem Text um einen verzweifelten Mann. Also nicht um Christian Werner, es geht um einen verzweifelten Mann, der an der Klippe steht. Wir wissen nicht, wer das ist. Einfach ein verzweifelter Mann, der Eddie the Eagle spielt, dann spielt er den Text noch. Vielleicht noch. Vor seinen Füßen
der Graben. Und er will es wagen, denn drüben, da warten die Perspektiven. Zumindest metaphorisch. Logisch, dass er springen will, dass er es zu was bringen will, denn innen drin ist still statt wild. So schlimm das klingt, so ist es auch. Will er den Sprung hinüber überleben, dann wird's ein neues Leben geben. Dann kann er alles erreichen, alle Zeichen deuten darauf hin. Aber jetzt ist er noch unzufrieden. Er hat sich herumgetrieben, wäre gerne jung geblieben, doch sein Wunsch ist Wunsch geblieben. So macht er oft Nächte lang das, was er am besten kann, er träumt. So lag er oft zu Hause im Bett, auf dem Rücken, und träumte davon, auf dem Bauch zu liegen. Aber nicht alle Träume gehen in Erfüllung. Er ist ein Einzelgänger. Oft schon wollte er neue Freunde finden. So fragte einst sein Nachbar, ob er nicht etwas unternehmen möchte. Und der Nachbar, der meinte bloß, ach weißt du, das Leben da draußen, das ist viel zu gefährlich. Gerade gestern wurde unser Quartier eingebrochen. Hast du die Sirene nicht gehört? Er entgegnete, nein, aber das sind ziemlich dumme Einbrecher, wenn sie mit Sirenen kommen. Oft dachte sich, gäbe es doch bloß ein passendes App, das ihm helfen könnte. So ein Siebersier von einer Applikation, so ein Alleskönner-App, so ein MacGyver von einer App oder seinetwegen ein korruptes App, so ein App-Blatter. Hauptsache ein App, das er genau sagt, was er tun soll, so ein Siri mit Eiern. Hey Siri, was soll ich bloß tun? Geh zu einem Graben, versuche hinüber zu springen, wenn es gelingt, endest du dein Leben. Du hast zwar die Sprungkraft eines gehbehinderten Steines, aber das ist schon gut. So steht da also diese Schlucht und schluchzt und will springen. Es kommt nicht von ungefähr. Springen ist Englisch und heißt Frühling und steht vor Aufbrechen. Und das will er mit letzten Kräften ausbrechen, sich ausrechnen und seine Zukunft ihm präsentieren wird. Er weiß, das wird der Sprung. Der Ursprung. Weitsprung, Hochsprung, er nimmt all seinen Mut zusammen, fasst sich ein Herz, lässt es wieder los, weil es eklig findet, nimmt 2 bis 3 Schritte Anlauf, sagt sich, Stumpf vor der Stumpf, rennt los, springt und geht ab. Und in der Luft fühlt es sich wie eine Mischung aus Simon Ammann und Eddie the Eagle. Nur, dass er nicht so seltsam aussieht. Simon Ammann. Das ist wohl billig, aber funktioniert immer. Er fühlt den Rückenwind im Gesicht. Er ist mit Flugmeilen. Er ist das zu Fleisch gewordene Jump Around. Er ist ein Jumper. Oh, jetzt kommt der beste Rhyme, den ich liebe. Er ist ein Jumper. Das gefällt dem Jumper. Ja. Er fühlt sich lebhaft. Er fühlt sich so lebhaft. Er könnte der ältere der beiden Glitschko-Brüder sein. Er ist so der Vitali. Die Kurve ist hier am Zürcher Paradeplatz, kann einpacken, das ist nicht nur ein Sprüngli. Nein, das ist der Sprung über seinen Schatten und er springt es auf den Punkt, ganz ohne Trampolin. Das Wort Trampolin geht übrigens zurück auf eine Warschauerin, die in der Straßenbahn umhersprang, seine Trampolin, ich glaube, okay, also. Und wie er ungelungen, im hohen Bogen, wie vom Wind gezogen fliegt, liebt er das Gefühl des Schwebens hinein, in ein neues Leben, womöglich ein Leben mit seiner Traumfrau. Der er in die Augen schaut, sich kaum zu glauben traut, was er sieht. Er fliegt hinein in ein Leben mit guten Gesprächen, mit super belesenen, strebenden Wesen bei Weine von sehr auserlesenen Reben. Ein Leben, in dem die Ideen nicht fehlen und lebende Gegenden beten. Deswegen wir Fäden begegnen mit Regen statt Schlägen. Wir sehen, besiegeln und Feen verstehen, wo Regeln nicht zählen. Am Tresen wir stehen, die Kehlen beseelen, bequem in uns gehen, wo Wehen sich dehnen, wo Wunder geschehen, wo Gehende krähen, mit Sehen sich drehen. Wir Ebenen sehen und Schemen vernehmen und zwischen Extremen abwägen, verwehen und wo Koryphäen sich hegen und pflegen. Wir Fäden ein Fäden, Moneten nicht sehen, Raketen zu stehen, Planeten abheben, ein Leben ohne DJ Bobo, voilà, also. Schwebe der
der schweben kann. In Gedanken oder irgendwie. Doch sein Sprung dauert dein Leben lang und landen wird man nie.